Und ich sehe... Alter, ich hätte nicht so spät aufnehmen sollen. Es ist übrigens gerade 21 Uhr. Und ich habe die Nacht davor scheiße geschlafen, weil ich wieder hier an den Videos rumgemacht habe. Naja. Und jetzt wird man... Jetzt bekommt man die Strafe dafür. Die Augen fallen halber zu. Aber ich mache jetzt noch 10 Minuten. Dann habe ich nämlich eine volle Stunde und dann passt es. Auch wegen der Partaufteilung, ne? So, Kukuna. Ich will dich nicht nochmal fangen eigentlich, aber ein Versuch kann ja nicht schaden. Ich meine, es geht ja auch darum, wir wollen ja Professor Eis Traum erfüllen, indem wir den Pokédex vervollständigen. Wir können es ja mal wenigstens versuchen. Versuchen schadet ja nicht. Ich meine, außer unsere ganzen Pokébälle zu verlieren, kann ja nichts passieren. Pass mal auf, Raupi. Du kannst nicht so viel Schaden anstellen. Dann können wir uns langsam an seine letzten KP herantasten. Yay. Und vor allem mit seinem Härtner wird es eh immer gut. So, Hauptsache kein Volltreffer. Weil je weniger KP, desto einfacher wird's. So, das ist schon das Maximal. Jetzt können wir eigentlich nur noch hoffen, dass es klappt. Komm schon, bitte. Ich bin lieb zu dir. Du kriegst von mir sogar einen wunderhübschen Spitznamen. War gelogen, du kriegst keinen Spitznamen. Aber wir haben dich gefangen. Kukuna. Dieses Pokémon kann sich kaum bewegen. Bei drohender Gefahr verhärtet es seinen Panzer. So, da haben wir ein Raupi und ein Kukuna gefangen. Super. Ich freue mich, weil die Weiterentwicklung von Kukuna ist gut. Wir haben zwar keinen Horndew bekommen, aber das ist ja eigentlich fast dasselbe, nur dass es halt keine Tackle-Attacke oder Giftstarre kann. Das passt schon. Wir haben einen Trank gefunden. Ja, warte mal. Item, Trank. Dann können wir ja wenigstens Glumanda heilen. Trank kann nämlich benutzt werden, um Pokémon um 20 KP aufzupowern wieder. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fangen nur Wilde. Schade. Hey, warte mal, warum die Eile? Ich habe doch keine Eile, ich habe dich angesprochen. Naja, wenn man ihm vorbeigelaufen wäre, hätte er uns angegriffen, also von daher. Ein Hornliu. Auf Level 9. So. Das war's. Hornliu wurde besiegt. Und damit sind wir fertig. Oh, du bist zu gut, ich gebe auf. Das ist auch besser für dich. So, wir haben schon 3 Pokémon jetzt. Ich guck nochmal, dass wir vielleicht gegen eins kämpfen. Nein, wir haben leider nicht das Glück. Ich wollte einen Pikachu fangen. Ich weiß, ihr wusstet es, Pikachu ist gut. Vor allem gegen den zweiten Arena, da hätten wir damit gute Karten gehabt. Aber es ist einfach wirklich selten. Ich habe mal geguckt. Es steht unter der Kategorie selten. Aber es ist ein nützliches Elektro-Pokémon, also von daher verstehe ich auch, wieso es selten ist. Raupi. Ich dachte schon jetzt, wenn ich darüber gesprochen habe, kommt es wirklich auf uns zugelaufen. Das wäre wirklich Highlight gewesen. Aber so viel Glück muss man auch erstmal haben und das haben wir leider nicht. Schade. Egal, vielleicht gehen wir nochmal in Bertaniawald, um ein bisschen zu trainieren. Vielleicht stolpert es ja dabei über uns. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik kleinhacken. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Machen wir doch. So, jetzt gehen wir erstmal nach Marmoria City. Tada, da sind wir. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte, also EP. Haben wir ja vorhin bei Raupi schon benutzt. So, und dann gehen wir mal hier ins Pokémon Center. Dann können wir nämlich auch Raupi und Kukuna heilen. So. Tolle Maschine. Am besten eine Mobil. Dann kann man es immer machen. Von Pummeluffs Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Ja.
Was? Sorry, bei Pumelus Gesang, da schläft man immer sofort ein. Ist mir jetzt auch gerade passiert, tut mir leid. Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden, verschwinde. Entschuldigung. Ja, Pummeluff, das Besondere an Pummeluff ist, man kennt es, weil es die Attacke Gesang kennt und mit Gesang kann man gegnerische Pokémon einschläfern und wir haben sie auch gerade abbekommen. Also falls gerade du eingeschlafen bist, wundere dich nicht, das war Pummeluff. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie, ich weiß. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Jupp, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja super tolle Trainer. Das kriegen wir schon hin. So, wir lesen mal das Schild von der anderen Seite. Marmoria City, die steingraue Stadt. Okay. Achtung! Diebe haben Pokémon versehen vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Erst bestes, Marmoria City hat eine Polizei, aber ich sehe nirgends so eine Polizeistation. Leider. Psst, weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Ach so. Ja, toll, gute Idee. Nämlich Schutz ist nämlich dafür, da das kann wir auch kaufen. Mit Schutz kann man wilde Pokémon von sich fernhalten, aber ganz ehrlich, wenn die eh schon so selten hier umherlaufen, lohnt es sich auch nicht. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Ja, leider. Das wird nämlich eine echt harte Nuss. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Poké-Dollar gekostet. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. So, was kannst du mir denn anbieten? Fluchtseil, damit kann man sich aus Höhlen flüchten gegen Gefeuer. Aufwecker wäre gut gegen Pummeluff. Pokébälle haben wir eigentlich noch, Tränke. Naja, brauchen wir nicht unbedingt gerade. Da ist noch eine Maus. Hallo. Nidoran, sitz. Nidoran. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Ohren hätten. Ja, man kann Pokémon ja tauschen, aber man kann jetzt zum Beispiel nicht sofort für ein Level 1 und zum Beispiel Level 100er Pokémon holen. Das wird euch nicht gehorchen. Leider. Da werdet ihr schon noch ein paar Orden mehr haben müssen, damit euch getauschte Pokémon auch im Kampf als Trainer anerkennen. Sonst machen die einen auf Stunk und das ist nicht so gut. So, was ist das hier? Marmoria City Wissenschaftsmuseum. Dürfen wir hier rein? Für Kinder kostet der Eintritt 50 Pokédollar. Möchtest du hinein? So, bitteschön. Ich guck mich mal um. Aha. Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Ja, ne? Was haben wir hier? Carbodops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ja, zwei Urzeit-Pokémon, die ausgestorben sind. Eigentlich. Das können wir nicht angucken. Gehen wir mal nach oben. So. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Schön. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Schön. Was so toll an Mondstein ist, es ist Stein vom Mond. Fertig. Space Shuttle Columbia. Schön. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Ja. Kannst du es mir auch versprechen? Bitte. Ich hab nie so viel Glück. Nimm dir Zeit und schau alles an. Hab ich. Schön hier.
So, hier ist, ja, genau, nix. Alter, ich erschrecke mich dauernd, dass mein Hintergrund sich im Bildschirm die ganze Zeit verändert. Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Das ist doch interessant. Mamoria City Pokémon Arena. Arenaleiter Rocco, der steinharte Pokémon-Trainer, den wir beim nächsten Mal herausfordern, weil, ich werde noch ein bisschen offscreen unsere drei Pokémon für diesen Kampf vorbereiten, denn er benutzt Gestein-Pokémon und alle unsere Pokémon sind leider Typ nachteilig. Obwohl, ja, doch Typ nachteilig. Sie haben keine große Effektivität gegen Stein und Glumanda sowieso nicht, also es wird schwierig gegen Rocco mit Glumanda und Pikachu hätten wir eigentlich auch keine Chance gehabt. Wir werden ein bisschen noch trainieren müssen. Das mache ich aber offscreen, weil das würde einfach den Rahmen des Unmöglichen hier wirklich sprengen, falls sich Pokémon entwickeln würden. Keine Sorge, ich lasse sie nicht entwickeln. Man kann die Entwicklung Gott sei Dank noch stoppen. Und dann entwickeln sie sich halt erst beim nächsten Mal. Falls sie Attacken erlernen, sage ich euch auch welche. Das schreibe ich mir jetzt alles auf. Aber dass ich das alles ins Let's Play reinbringe, sorry, aber das geht nicht. Da würden wir noch bis Weihnachten nächstes Jahres hier sitzen. Und ich möchte ja auch irgendwie vorankommen. Ich möchte nicht nur hier in Kanto rumgammeln. Ich möchte irgendwann mal Pokémon-Meister werden. Und dann beginnt unser Abenteuer auch vielleicht mein Johto. So, das war Radfratz. Nee, Radfratz brauchen wir nicht unbedingt. Ist ein normales Normal-Pokémon. Raupi. Hammer. Ich tue jetzt erstmal ein bisschen Glumanda trainieren, damit es ein Chef hier in unserem Team wird. Kann man eigentlich so sagen. Ein Chef. Der Big Boss sozusagen. Fehlt nur noch die Augenklappe. Nochmal Raupi. So. Dann hauen wir dich mal weg. Ich überlege gerade, wie ich das wirklich machen soll. Gegen Rocco. Das Praktischste wäre, wenn Raupi und Kukuna wenigstens Pflanzenattacken kennen, aber das kennen sie nicht. Feuerattacken sind nicht so effektiv und Normalattacken sowieso nicht, weil das tut weh. Das tut weh. Also von daher... Ich muss echt gerade überlegen. Also ich werde es auf jeden Fall so machen, dass Kukuna weiter... Nee, nicht sich weiterentwickelt, aber halt schon Levelaufstiege bekommt gegen... Es wird leider nicht im Kampf antreten können, weil mit Härtner funktioniert da nichts. Also, ich muss echt gerade überlegen. Was hat Rocco für Pokémon? Zwei Stück. Es waren zwei Stück und zwar Kleinstein und Onix. Und ich glaube, Kleinstein war Typ Gestein und Boden. Aber theoretisch hätte man dann vielleicht eine normale Wirkung, wenn es Käferattacken wären. Was aber keiner von denen hat. Das ist echt ätzend. Also gut, ich werde mich darum irgendwie kümmern. Wir kriegen dieses felsenharte Duell schon hinter uns. Nächstes Mal begeben wir uns in die erste Pokémon-Arena. Und ich werde hier noch ein bisschen im Bertania bald ein bisschen trainieren. Vielleicht habe ich ja Glück und finde auch ein Pikachu. Das sehen wir ja dann. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Blaue Edition. Ich freue mich auf euch. Ciao.